Frage von den jungen Mathematikern, die unbedingt wissen wollen, wie viele sexuelle Partner hatte die Dame. Wozu stellt man diese Frage? Fragen Sie mich nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann mir jemand erklären, welche Rolle hat das überhaupt? Wie viele Männer sie hatte? Oder wann hatte sie ihr letztes Mal? Und wie viel Mal war sie schwanger? Keine Ahnung. Also wozu fragt man die Frau, die man wirklich kaum kennt, diese Fragen zu ihrer sexuellen Statistik? Entweder gefällt Ihnen diese Dame oder gefällt nicht. Entweder können Sie sich irgendwas mit dieser Dame vorstellen, vielleicht etwas mehr als irgendwas, oder Sie können sich nichts vorstellen. Entweder machen Sie es weiter oder lassen Sie. Aber die Frage mit Statistik, wie viele Männer hattest du und wie viele Partner, wann war das letzte Mal, wie lange hat es gedauert, das macht Sinn zu fragen. Oder am besten vielleicht, wie lange war deine längste Beziehung? Also das ist wirklich eine interessante Frage, obwohl das auch, das bedeutet auch nicht viel, weil es kann alles passieren und aus verschiedenen Gründen kann die Beziehung auseinandergehen. Aber die Frage Statistik, die sexuelle Statistik, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen kann, am besten sparen Sie es. Oder sparen Sie es. Am besten fragen Sie es, weil das in unserer Kultur, das ist eher eine No-Go-Frau als die Frage, auf die sich die Frau freuen würde.